Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Okay, was haben wir denn? Kunsthalle. Okay. Oh, rechte Polizei. Also nicht schlecht. Jetzt weiß ich aber, warum Bad Hügelsdorf immer so eine sichere Kleinstadt ist, ne? Kleindorf. Was ist das denn? So, die Kunsthalle. Oh, da ist er schon gerade Verletzter. Wow. Was geht denn hier ab? Okay. Habt ihr das gerade gesehen? Heiligsblechler, ey. Ah, Konrad gibt es ja auch bald neben mir, ne? Weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Aber Mannheim. Alle Stellen von denen haben zugemacht. Alles nur noch online. Ja, das ist ein Thema im Stellenabbau. Ich frage mich ehrlich noch, was soll ich außer Zeitung austragen, wenn das wegfällt, was soll ich denn da noch schaffen, ja? Mann, Mann, Mann. Alles machen sie kaputt. Aber Bad Hügelsdorf ohne KI? Sehr mysteriös. Ah, da fährt ja einer. Ich wink mal. Moin. Lieferant, ja. Mann, Mann, Mann. Hinter uns. Ah ja, war hinter uns. Wollte nämlich gerade schon sagen, ja. Schöne Bad Hügelsdorf. Also ich muss sagen, ist schon eine schöne Karte, die gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut.
Ah, Kaffeebude, auf jeden Fall. Klar, wir müssen mal wieder Hamburg fahren. Das fahren wir schon 30, dass wir mal ein bisschen Zeit rausfahren. Oh, nice. Nice. Also was Geileres gibt. Oh, schön. Richtig schön. Ah, nein. So. Ja, jetzt müssen wir leider warten. Hängt eine Minute. Keiner drüber. Oh, Leute, komm schon. Oh, wegen den Gebäude da. Kollege, moin. Ja, ich muss sagen, bei Tügelsoft gefällt mir richtig gut, ne? Na, kommt da hoch oder kommt da nicht hoch? Interessant, ne? Könnte man fast sagen, das ist fast die gleiche Situation wie bei Ruhrgebiet. Oh, naja. Ja, hier ist eine Haltestelle. Haben wir hier noch ein schönes Foto. Schön. Also ich muss sagen, ja, du hast von allem. Was drin? Städte, Land, also Touren gesehen, ja. Oha.
Anleger, Linienverkehr frei, okay. Lärmschutz, 30 fahren. Schön. Ja, das ist, wenn man so... Wow. Einfach nur wow. Gefällt mir. Ja, ich hätte schon damals fahren sollen, als er rauskam. Aber ich glaube, auch im Nachhinein ist es immer wieder was Schönes. Gefällt mir. So, spulen wir mal 2 Minuten vor. Kommt keiner, ist keiner, Abfahrt. Ja, das ist halt so der Nachteil in den Nachtlinien. So wenig los und dann... Schön. Ey, wie machst du? Ich finde es ab und zu immer so cool, wenn es am Lenkrad vibriert. Wenn du so durch so ein paar Hügel Kuppel fährst. Ja, ist aber wirklich meistens nur 30er-Zone, ne? Also, das ist auch nicht schlecht. Ja, Oma, du warst bestimmt was anderes, gell? Ah, hab ich mir schon gedacht. Dahin. Okay. Und Schönebrunne. Ah, Strulland oder nicht? Schade. Ach, da auch noch ein schöner. Schade, dass sie keine Animation haben. Aber immer schöne VW-Käfer. Ja. So, damit haben wir auch... Hoppala. Steht... Habe ich erst jetzt gerade gesehen. Knöllchenverteiler. Ja, war zwar ein bisschen eintönig von der KI, aber ich denke mal, weil ich auch in der KI nichts verändert habe, hoffen wir, dass das mal an anderen Tagen da ein bisschen besser wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Teilt's gerne,
Likes. Und es würde mich auch freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal dann auch wiedersehen. Der Bus. Das gefällt mir auch, der Busplatz hier. Also, das müsste man auch eigentlich dafür benutzen. Für andere Karten, auf andere Karten zu bauen. So, ein 1. Jawohl. So, ihr Lieben. Genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Danke fürs Zusehen, hat mir sehr gefallen. Vielleicht wollt ihr nächstes Mal umfahren. Dann schreibt es einfach gerne in den Kommentaren. Und ja, habt noch einen schönen Mittwoch. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns später im Stream. Ciao, ciao.